Guten Morgen oder wie man dort, wo ich herkomme, sagt Moin. Ich bin der Schweizer Sprache nicht so ganz mächtig. Ich komme aus Norddeutschland und da sagt man Moin. Die Rätseligen sagen dann sogar Moin Moin. Gut, ganz kurz möchte ich mich vorstellen. Also Martin Straub, ich bin anthroposophischer Arzt. Ich habe meine Praxis in Hamburg und lebe in der Nähe von Bremen. War vorher in Süddeutschland tätig mit einer großen Kassenpraxis, Schwerpunkt HIV und AIDS, war eine der größten Schwerpunktpraxen dieser Art. Dann war ich im Ruhrgebiet, war als Schularzt tätig, Entwicklungsdiagnostik bei Kindern, war Dozent für Erzieher, für Heilerzieher, für heilpädagogische Lehrer und bin jetzt eben in den Norden gezogen und habe neben der Praxis und einer umfangreichen Seminartätigkeit mit meiner Frau auch ein neues Tätigkeitsfeld, wo auch das Bild herkommt. Wir fahren in Kriegs- und Katastrophengebiete, um dort mit traumatisierten Kindern zu arbeiten. Wir bauen dort eben so Kinderschutzzentren auf, mit denen wir oder wo wir dann Erwachsene finden vor Ort, die wir immer weiter ausbilden, sich täglich um die Kinder kümmern und die Arbeit geht dann weiter, auch wenn wir nicht mehr da sind. Wir haben gerade ein Projekt im Irak beendet. Dieses Kind habe ich im Gazastreifen aufgenommen. Und dieses Bild, das prägt für mich so ein bisschen dieses Bild von Trauma, was wir haben. Weil wir hier einfach erleben können, dass nach einem stattgefundenen Trauma sich eigentlich wie so eine Art Vorhang zwischen den Menschen und der Welt aufbaut, dass wir einfach nicht mehr vertrauensvoll mit der Welt kommunizieren können. Die Erkrankungen, die entstehen können, hindern uns eben einfach auch unbefangen Nahrung zu uns zu nehmen, Luft einzuatmen oder uns bewegen zu können. Und so dieses Bild hinter diesem Gitter, für mich gehört da immer das Rilke-Gedicht dazu von dem Panther. Nicht? Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass es nichts mehr hält. Und so erlebe ich eben auch viele Kinder, die ein Trauma erlebt haben. Und das ist ja nicht nur in Kriegs- und Katastrophengebieten, sondern das ist natürlich bei uns auch. Weil es gibt unterschiedliche Arten von Trauma, wo ich gleich drauf eingehen möchte. Aber vielleicht, eine Minute habe ich noch, ich soll schwätzen, hat sie gesagt. Wir erleben ja nicht nur durch einzelne schwere Ereignisse, durch einen schweren Unfall, durch den Tod eines Angehörigen, durch die Trennung der Eltern, durch Gewalt oder Missbrauch. Nicht nur dadurch erleben wir, dass jemand traumatisiert ist, sondern eben auch die vielen, vielen, vielen kleinen Entwertungen, die vielen kleinen, nicht stattgefundenen, liebevollen Beziehungen. Wir wissen, ein Kind braucht im ersten Lebenshalbjahr 30.000 Lächelbegegnungen, um sich irgendwie angenommen zu fühlen. Und wenn das nicht stattfindet, okay, 29.800 wird man sicherlich noch gelten lassen können, aber tatsächlich, wenn dieses Erleben, ich bin geliebt, ich bin willkommen, ich darf hier sein, die Eltern freuen sich, dass ich da bin. Wenn all das nicht stattfindet, das Kind nicht gefördert wird oder wenn es überversorgt wird, die Folgen sind ja die gleichen, dann erleben wir häufig, dass diese vielen kleinen Erlebnisse die gleichen Wirkungen haben können wie ein schweres Ereignis. Also das eine schwere Ereignis ist das Typ-1-Trauma und die vielen kleinen, da sprechen wir von Typ-2-Traumata. Aber wenn Sie dieses Bild anschauen aus dem Spanischen Bürgerkrieg 1933, wo Cartier-Bresson das aufgenommen hat, da sehen Sie, alles liegt in Trümmern. Kinder sind zum Teil schwer verletzt, aber wenn Sie in die Kindergesichter schauen, die sind nicht traumatisiert. Das heißt, nicht das Ereignis, was wir haben, definiert, ob etwas ein Trauma wird, sondern worauf das Ereignis trifft. Also, hier wäre die einzelne Situation, der Krieg, das Erdbeben, der Tod der Eltern oder was auch immer da ist. Nicht das entscheidet, ob ein traumatischer Prozess entsteht, sondern auf welche Situation trifft das? Welche Bewältigungsstrategien hat jemand? Welche Resilienzkräfte hat jemand? Wie ist er eingebettet? Ist eine stabile Beziehung da, die ihn trägt? Und so weiter. Und diese Bewältigungsstrategien, die uns helfen, mit einem schlimmen Ereignis umzugehen, ohne dass ein traumatischer Prozess entsteht,
der hängt natürlich mit der Lebensgeschichte zusammen. Nur wenn wir auf Kinder schauen, die haben noch keine lange Lebensgeschichte, wo wir Resilienzkräfte entwickeln, wo wir salutogenetische Faktoren ausbilden, die uns widerstandsfähig machen. Je kleiner das Kind, desto verletzlicher ist es eben auch. Aber selbst beim Erwachsenen gibt es schwere Erlebnisse, für die es einfach keine Konzepte gibt, für die es keine Reflexe gibt, die uns einfach nur erstarren lassen. Das heißt, wenn die beiden Dinge zusammenpassen, also wenn sozusagen die Verletzlichkeit so groß ist, dass das Ereignis tatsächlich jetzt einen Schock auslöst, dann kommt es zu diesem Schock, zu diesem Aufschrei. Und Sie wissen sicherlich, wenn Sie sich erschrecken, also wenn ich jetzt heimlich hier so eine Flasche mit Knallgas hätte und ich würde das heimlich anzünden, es gäbe einen riesigen Knall. Sie würden einen Schreck bekommen und bei diesem Schreck tief atmen und Atem anhalten. Natürlich müssen wir immer weiter atmen. Die Augen sind weit aufgerissen, das Herz rast. Das heißt, wir erleben diese Erstarrung. Alles hält für einen Moment an. Und wenn es ein Trauma wird und ein traumatischer Prozess weitergeht, dann halten eben in verschiedenen Regionen des Organismus bestimmte Prozesse an. Das heißt, das wäre der Schock. Und jetzt können wir uns vorstellen, wenn weiter Risikofaktoren bestehen. Also wenn ich auf die Flüchtlinge schaue, die jetzt zu uns nach Europa gekommen sind. Sie haben erlebt, wie ihr Dorf zerbombt wird, wie vielleicht Angehörige gestorben sind. Es war Lebensgefahr, sie sind geflohen. Wir haben Flüchtlinge getroffen, die sind eine Woche ohne Nahrung und ohne Getränk durch die Wüste gewandert, wurden dann ausgenommen. Die Kinder haben erlebt, wie vielleicht Mütter oder Schwestern vergewaltigt werden. Dann die Überfahrt übers Mittelmeer. Da konnte man von der Türkei nach Lesbos ein Schlauchboot mieten mit einer 40-prozentigen Überlebenswahrscheinlichkeit für 2.000 Euro oder mit einer 60-prozentigen Überlebenswahrscheinlichkeit für 6.000 Euro. Die haben erlebt, wie andere über Bord gegangen sind, die ertrunken sind. Dann kamen sie in den Flüchtlingslagern an und da haben wir Menschen getroffen, die gesagt haben, ich möchte zurück nach Syrien, so schlimm wie hier ist es zu Hause nicht. Lieber die Bomben, als dies eingesperrt sein und sich wie ein Krimineller empfinden in diesen scheußlichen und furchtbaren Flüchtlingslagern. Dann die weitere Flucht über Balkan oder andere Routen und dann vielleicht in einem Flüchtlingsheim zu landen, was angezündet wird. Wenn weiter Risikofaktoren bestehen, dann löst sich diese Erstarrung nicht auf. Dann kommt es zu traumatischen Reaktionen, zum traumatischen Prozess und zur Traumakrankheit, PTPS, komplexes PTPS oder anderen Komorbiditäten, die wir an der Stelle kennen. Gelingt es aber, so kurzfristig wie möglich Schutzfaktoren aufzubauen, dann können wir erleben, dass auch ein solches Trauma innerlich zur Ruhe kommen kann. Denn das Wort Trauma heißt Wunde. Und jeder von Ihnen hat sich schon mal beim Zwiebelschneiden in den Finger geschnitten. Da hat man ein Pflaster drauf gemacht, hat den Daumen einfach ein paar Tage geschont und dann war es gut. Und so gibt es auch seelische Verletzungen, wo wir jetzt vielleicht nicht ein Pflaster draufkleben können, aber wo wir uns eine Weile schützen, herausnehmen aus der Situation und dann klingt das eben aus. Aber es gibt natürlich schlimmere Verletzungen, die dann eitern, die zu einer Blutvergiftung führen, die im Zweifelsfall sogar tödlich enden können oder mit schweren körperlichen Behinderungen enden. Und so ist es natürlich auch bei seelischen Verletzungen. Sie können so stark sein, dass es einfach weitergeht, dass es nicht zur Ruhe kommt und dann so eine Art Schneeballsystem entsteht, aus dem dann nicht nur seelische, sondern auch viele körperliche Erkrankungen resultieren können. Und wenn es gelingt, so kurzfristig wie möglich nach einem stattgehabten Trauma den Kindern eine Schutzsituation zu geben, eine zuverlässige, warmherzige Beziehung zu geben, wo sinnvoll mit den Kindern gearbeitet wird, dann können wir erleben, dann gelingt es, dass derselbe Schock, der unter diesen Bedingungen zu einer Erkrankung führt, eben unter diesen Bedingungen zu einer Erholung führt.